Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über die Funktion von Computern. Ja, jetzt haben wir gesehen, unser Betriebssystem, unser Windows-Betriebssystem. Und da haben wir gesehen, weil wir den sogenannten Explorer aufgemacht haben, da wird aber jede Menge angezeigt. Und jetzt möchten wir kurz schauen, was diese jede Menge ist. Und zwar sprechen wir über das Windows-Dateisystem. Im Endeffekt ist das schon relativ lange so, das Dateisystem von der Struktur her, und es funktionieren alle Dateisysteme relativ ähnlich. Was im Windows-Dateisystem aber passiert, ist, dass es sogenannte Laufwerke gibt. Okay? Also es gibt Laufwerke. Das ist einmal eine Sache. Laufwerke heißen die. Drives auf Englisch. Ja, es gibt Laufwerke. Üblicherweise, ja, passen ein physikalisches Laufwerk, also zum Beispiel die Festplatte, eine CD, ein USB-Stick und das Windows-Laufwerk überein. Ja, das muss aber nicht sein. Ja, ich kann zum Beispiel ein physikalisches Laufwerk, eine Festplatte, kann ich aufteilen in zwei logische Laufwerke. Also okay, das ist zwar alles auf einen Datenträger drauf, aber das ist ja zwei Laufwerke. Ich sage, das verhält sich nur für zwei Laufwerke. Ja, es geht sogar der umgekehrte Weg, dass ich sage, okay, ich habe eigentlich dahinter 10 Laufwerke und die fasse ich alle zusammen zu einem großen, fetten, großen Laufwerk. Ja, und einen großen, dicken, logischen Laufwerk. Wenn eins davon hin ist, ist alles hin. Muss auch nicht sein, aber das sprechen wir später. Also ein Laufwerk. Normalerweise, wie gesagt, passen da logische Laufwerke und physikalische Laufwerke überein. Ja, wollen wir mal uns das einfach so vorstellen. Ein Laufwerk. Ja. Laufwerke. Erhalten als Name einen Laufwerksbuchstaben. Also ein Laufwerk kriegt einen Buchstaben. Das ist nicht das Laufwerk Hanse, ja, das ist Laufwerk A oder B oder C oder D oder E oder F oder G. Ja. Schreiben tut man das Ganze so, zum Beispiel C. Und Doppelpunkt machen wir nur dahinter, ja, weil das zeigt jetzt praktisch an, okay, das ist auf C Doppelpunkt. Was ist auf C? Ja? Das ist sogenannter Pfad. Zum Laufwerk. Ja, zum Laufwerk C. Das kommt jetzt nicht von ungefähr, dass ich da C nehme, weil C ist das übliche Laufwerk für der Laufwerksbuchstabe für das Laufwerk, wo Windows drauf installiert ist. Ja, also das ist normalerweise C. Das ist C. Ich meine, wer fängt mit C an? Wieso ist das C? Ja, ist es nicht unlogisch? Hat historische Gründe. Ja. Früher hat man ein Diskettenlaufwerk gehabt oder zwei Diskettenlaufwerke. Das war ja absolut üblich. Disketten. Ja, ich weiß nicht. Und das waren magnetische Datenträger. Ja. Floppy Disks haben sie auch genannt, weil man sich bewegen hat können. Das waren ganz dünne Folien. So ähnlich wie Hard Disks. Ja. Festplatte, Harddisk, sind auch Platten, wo magnetisch draufgeschrieben wird, nur lässt sich da nichts bewegen, das ist ein Blech im Endeffekt. Und die Floppy Disks waren halt bewegbare. Floppy heißt beweglich, biegsam. Und das waren halt bewegbare magnetische Speicher. Und das war eine Scheibe, die hat sich gedreht und da war ein Schreiblesekopf und der hat da die Daten draufgeschrieben. Das war der übliche Weg, wie man einen Computer gestartet hat, bevor es noch irgendwelche
irgendwelche Harddrives wirklich gegeben hat. Ja, Harddrive war sau teuer, jetzt hast du das einfach auf der Festplatte, hat eingeklickt und ist hochgefahren. Ja, hat von der Festplatte gebootet. Ah, von der Floppy Disk. Und die erste Floppy Disk ist eben die A gewesen. Ja. Und das war ganz normal. Ja. Da, A. Ja. Also es hat eben mit A angefangen. Und dann hat man irgendwann eine Festplatte dazu eingebaut. Da haben aber viele Leute schon zwei Floppy Disks gehabt, A und B. Ja. Und die Festplatten waren dann halt C. Und das ist blieben. A und B sind mittlerweile weg. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob noch irgendwer eine Floppy Disk irgendwo herumbootet. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch kaufen kann. Aber es ist halt blieben. Ja. C. Ja, deswegen ist die Festplatte, die erste Festplatte, die da eingebaut ist, C. Die zweite D, E, F, da gibt es das. Ja. Also Laufwerk erhalten einen Namen, einen Laufwerksbuchstaben. In einem Laufwerk gibt es sogenannte Verzeichnisse. Ja. Kann es geben. Ja. Also schreiben wir auf. In einem Laufwerk. In oder auf eigentlich. Einem Laufwerk. Gibt es. Einmal Dateien. Die enthalten irgendwelche Informationen, irgendwelche Daten. Ja, enthalten. Daten bzw. Informationen. Die nicht näher spezifiziert sind. Manche enthalten ein Video, ja, manche enthalten einen Ton, manche enthalten ein Schriftstück, manche enthalten nur Nummern, ja, Daten, Informationen. Und dann gibt es nur sogenannte Verzeichnisse. Verzeichnis. Gibt's. Hm? Verzeichnisse. Die strukturieren die Daten. Strukturieren den Platz am Laufwerk. Diese gruppieren nämlich Dateien und Unterverzeichnisse Unterverzeichnisse tatsächlich auch schon ein Verzeichnis schon. Das gibt's ja nicht. Kopieren Dateien und Unterverzeichnisse. Punkt. Ja, kopieren Dateien und Unterverzeichnisse. Fertig. Hammer. Ja, Verzeichnisse. Das heißt, der Ort, wo ich eine Datei finde, ja, wo ich die Informationen, eigentlich will ich Informationen haben, ja, die Datei kann in einem Verzeichnis sein, dieses Verzeichnis hat ein Unterverzeichnis, wo die Datei drinnen liegt. Also das kann beliebig, fast beliebig lange werden. Ja. Das kann ein Verzeichnis, ein Unterverzeichnis, ein Unterverzeichnis, ein Unterverzeichnis und da kann man eben das strukturieren. Was weiß ich, eine typische Verzeichnis dazu zum Beispiel ist Benutzer, Heinz, Dokumente, Lebenslauf oder Dokumente, weiß ich nicht, Textdatei, Lebenslauf, Punkt, Doc. Ja? Also, und dann kann ich das eben so strukturieren. Ja?
den Speicherort. Ja, um den Speicherort. Den Ort einer Datei anzugeben. Wird der sogenannte Pfad, heißt es. Ein Pfad habe ich. Ich habe einen Pfad zu einem, ja, dass ich ein Verzeichnis finde. Zum Beispiel C Doppelpunkt. Ja. Dann haben wir Benutzer. Ist ein Verzeichnis. Ja. Slash. Das trennt, Backslash heißt das Ding. Das trennt die Unterverzeichnisse. Ja. Dann habe ich nur gesagt Heinz. Slash Dokumente. Slash Aufsätze. Slash meine Ferien. Punkt docx. Das wäre zum Beispiel so ein Pfad. Und zwar, ja, ist das da hinten, das da, das ist die Datei. Das hier. Das Laufwerk. Ja. Und das dazwischen, das da, ist der Pfad durch die Verzeichnisse. Und deswegen sagt man, das ist drinnen. Heinz beinhaltet das Verzeichnis Dokumente. Dokumente beinhaltet das Verzeichnis Aufsätze und Aufsätze beinhaltet die Datei meineferien.docx. Ja? Punkt. Was ist das da hinten? Ja? Das da hinten. Eine Datei hat zwei Sachen. Ja? Das Fuhren ist der Dateiname. Und das da hinten ist die sogenannte Erweiterung. Die Erweiterung. Ja. Die sagt aus, die sagt ein bisschen was aus über den Inhalt der Datei. Also wenn das da zum Beispiel docx, ja, das ist ein sogenanntes Word-Dokument, das wird normalerweise mit dem Programm Word, mit dem wir uns auch irgendwann einmal beschäftigen werden, geöffnet und Word kennt sich aus, was da drin los ist. Ja, weil wir haben ja gesagt, die Daten, die da drinnen enthalten sind, die sind unspezifiziert. Ja, das heißt, wie die Daten da drinnen abgelegt sind, da muss sich irgendwer auskennen. Irgendwer muss sich das überlegt haben, wie das da drinnen ausschaut. Ja, und das heißt, ich muss eine Datei mit einem bestimmten Programm öffnen, ja, und jedem Programm ist halt so eine Erweiterung irgendwie zugeordnet, weil eben eine Datei öffne und die heißt halt .exe zum Beispiel, ist eine wichtige Dateierweiterung, .exe, das ist executable, das ist ein Programm, das ich starten kann. Dann startet das Programm. Ja. Und immer docx zum Beispiel ist ein Dokument, ja, im Windows Word-Format, Microsoft Word-Format. Gibt es .txt zum Beispiel, ist eine Textdatei. Da gibt es RTF, Rich Text Format, gibt es XLXX, das ist eine Excel-Datei,
gibt es halt verschiedene. Und das steht eben da weiter. Und da fuhren die Namen, den suchen wir aus und das hinten, das wird praktisch festgelegt von dem Programm, mit dem ich die Datei erstellt habe und mit dem ich die Datei öffnen will. Ja. Ein paar spezielle Verzeichnisse gibt es. Ja. Spezielle Verzeichnisse sind zum Beispiel, schreiben wir das in blau nur dazu, blau habe ich noch gar nicht, spezielle Verzeichnisse. Punkt. Punkt. Oder irgendwo Punkt. Ja. Das aktuelle Verzeichnis. Was heißt das schon wieder? Ich bin irgendwo. Ja? Ich bin in einem Verzeichnis. Man sagt, ich bin in das Verzeichnis eingegangen. Ja? Und wenn ich da in diesem Verzeichnis reingegangen bin, wenn ich schon im Verzeichnis, wenn ich praktisch schon im Verzeichnis Dokumente befinde, ja, dann kann ich schreiben, ja, /Aufsätze /meine Ferien. Das gleiche wieder oben. Ja. Punkt. Von da weg, wo ich gerade bin. Und wenn ich in Dokumente drin bin, dann findet er das. Wenn ich im Heinz drin bin, sagt er, hey Moment, im Heinz gibt es keine Aufsätze, das finde ich gar nicht. Ja. Also Punkt ist immer, das ist ein vollqualifizierter Pfad. Das geht vom Laufwerk, vom sogenannten Root, von der Wurzel, Root-Verzeichnis weg, vom Laufwerksbuchstaben weg. Und spezifiziert ganz genau, wo diese Datei vorhanden ist. Und das hier ist ein sogenannter relativer Pfad. Da geht es weg von meinem Punkt, Punkt, von meinem Standpunkt. Ja, von meinem Standpunkt geht es weg. Ja. Und ein zweites ist ein Punkt und noch ein Nurpunkt. Das ist das übergeordnete Verzeichnis. Also wenn ich jetzt in Dokumente drin bin und mache Doppelpunkt, Doppelpunkt, dann bin ich im Heinz. Ja? Also das ist auch ein relativer Pfad, ja? Nur geht dann eben eine Stufen drüber. Ja? Also wenn ich weiß, dass Heinz nicht nur Dokumente enthält, sondern auch zum Beispiel Bilder, dann kann ich schreiben Doppelpunkt, Doppelpunkt, wenn ich bin in Dokumente, Doppelpunkt, Doppelpunkt, bin in Heinz und dann /Bilder. Also Doppelpunkt, Doppelpunkt ist das ein übergeordnetes Verzeichnis. Wenn ich im Root-Verzeichnis bin, also gleich nur da drin, da geht's nicht. Ja, da gibt's kein übergeordnetes Verzeichnis mehr. Da haben wir nichts. Da sind wir schon im sogenannten Root-Verzeichnis, in der Wurzel, Root, Englisch Wurzel. Ja. Also so funktioniert das Windows-Dateisystem in Kürze erwähnt. Ja. Aber jetzt, das nächste Mal schauen wir sich das jetzt nochmal an mit unserem Explorer. Jetzt kennen wir das ja. Jetzt kennen wir das ja. Ja. Jetzt kennen wir uns aus. Und vielleicht können wir das da in unserem Windows Explorer irgendwie finden. Ja. Wiederfinden. Das Zeug. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.